Die kann man noch verschieben, ne? Die kann man doch noch verschieben. Ah, wieso komme ich nicht darauf? So einfach, ne? So einfach. Oh Gott. Dann schiebe ich mal die Feder durch. Hey! Das bringt mir jetzt nicht viel. Okay, warte. Muss ich auch verschieben. Ah, ja, zurück. Für die andere Seite schieben, ne? Wenn wir da hinkommen. Also mehr da rechts. Oh, warte. Oh. Kann also... Wenn ich das mir umgehen kann. Okay, das ist ja gut. Auf den Knopf. Ah, es kann sich nur um Stunden handeln. Sorry. Nice. Ach, das ist... Ah. Abkürzung. Ach du Scheiße, ist das nicht für diesen Gebiet? Ach du Heilige. Was eigentlich so leck Hey, unnötig ist das auch hier. Ach so. So, jetzt aber. Ich habe mich gar nicht geschickt, dass ich da auch raus kann. Tut mir leid, Freundchen, ich kann diesen Wald nicht verlassen. Feen wie ich können außerhalb nicht überleben. Alles eine Frage der Quantenphysik. Ich kann nämlich nicht gleichzeitig in allen Zeiten und an mehreren Orten sein oder so ein Müll. Nee, nicht übel. Ihr wart besser als erwartet. Im Wald sind immer noch ein paar Statistas, aber ihr habt wohl auch was anderes zu tun. Besucht mich wieder, wenn ihr Lust habt. Tschüssi. 3. Was heißt das? Streit besiegt da. Hey, geh ich. Was soll nicht, oder? Ich will doch nicht. So. Was steht jetzt an? So Leute, ja, ich war hier, hab mit der Alten gesprochen, ging leider nicht wieder, ne? Das ist nämlich im Sturmtal. Wir müssen irgendwas haben für die. Und... gehen jetzt in die Zukunft, heißt in die 3D-Welt. Das wird hier, ne? Ja. Das ist das Ihr habt das Fragment der Natur. Manchmal würde ich mich selbst gerne von der Zeit lösen, so wie die Nymphen. Ich weiß aber, dass das ein ewiger Kerker wäre. Was ich aber brauche, ist die administrative Freiheit. Falls ihr weitere Informationen zu den Fragmenten des Magieschlüssels braucht, kommt so ruhig zu mir. Die gibt mir voll die Informationen, wo es ist. So, 3D. Red. So, geht's hier links, ne? Was ist das hier? Pyramide des Propheten. So. Hier rein. Ups. Und dann nehmen wir das Flugding mit. Eine ziemlich faszinierende Maschine. Da muss man sich fragen, wer ein solches Ding gebaut haben könnte. Glaubt ihr, wir brauchen sie später noch? Bukabu? Ja. Das glaube ich auch. So. Dann haben wir das. Prototyp X. Kann er sich einfach reinstecken, ne? In die Hosentasche. Manchmal frage ich mich, wo ihr diesen ganzen Kram aufbewahrt. Ja, das frage ich mich auch. Weißt du Bescheid, weißt du? So. Damit müssen wir jetzt... Ach so. Ja, machen wir das so. down on the things. Mann, klappt den auch. Hallo, klappt. Hallo. Ah, scheiße. So, ja. Zurück. Nicht in der, aber die nächste. Dann ist der Typ ja nicht da, sondern er ist hier. So, hier ist entfördert. Ach, ihr sollt es. Ihr scheint doch eine riesige... Selbst wenn wir... Du, wir haben was... Erboten. Hier. Oh, eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Wo habt ihr die bloß gefunden? Tut nichts zur Sache. Ich weiß, dass ihr stumm seid. Danke. Euch verdanke ich es, dass mein Traum, meinen Vater zu übertrumpfen, endlich wahr wird. Ich kann diesen Prototyp untersuchen und meine eigene Flugmaschine bauen. Das wird bestimmt mehrere Jahre dauern, doch es wird geschehen. Wie heißt ihr? Pocahontas, also das ist ein Versprechen. Pocahontas, der erste Prototyp einer Flugmaschine wird euch gehören. Legen wir los! Muss ich in Zukunft nochmal hier kommen? Ich glaube es ja. Mal schauen, ob der was hinterlassen hat für uns. So. Oh, Oh, das sieht ja ganz anders aus. Hey. Haben wir den? Hallo, ich habe euch noch nie gesehen. Gott. Was ist das denn hier? Oh, hier ist einiges anders. So hat sich die Lage ziemlich geändert. Vielleicht haben wir das euch zu verdanken, aber ihr wisst ganz genau, dass es keinen großen Unterschied macht. Ich frag mal nicht. Das ist doch Ness. Hä? Das war doch Ness? Krass, die haben hier eigenes Dorf hier. Was ist da im Hintergrund? Alter, America, Zelda und The Witcher. Und links sind die Schwerter von Zelda die unteren, nein, das mittlere weiß ich nicht, aber das untere könnte von Kingdom Hearts sein. Glücksheitskette. Oh Mann, ne? Oh. Kampf und so. Schade. Braucht mehr Kohle. Was haben wir hier? Oh. Nee. Das ist noch ein Stern. Habt ihr von Pogau gehört? Er ist der Held unseres Dorfes. Er hat Sitz dem großen Erfinder und Gründer unseres Dorfes beim Bau der allerersten Flugmaschine geholfen. Dann verschwand er. Einfach so. Und völlig spurlos. Manche Leute behaupten, dass er ein Außerirdischer war, der in einem unbedimensionalen Raumschiff hier ankam. Klingt ganz schön verrückt, findet ihr nicht? Ich bin übrigens einer. Also, schade, dass ihr keine Flugmaschine habt. Ich habe eine tolle Strecke eingerichtet und wenn ihr sieht, gibt es einen hammermäßigen Preis. Ich habe die Hauptstadt verlassen, um hier zu überleben. Die frische Luft und Ruhe auf dem Berg sind etwas ganz Besonderes. Schade, dass die meisten Leute das nicht verstehen, aber sonst würden alle herbeiströmen und es wäre nicht mehr so friedlich. Okay. Keine Ahnung, wer es ist. Oh. Hallo, braucht ihr ein Zimmer? Halt, wartet. Ihr seid Pokabo? Jawohl, der einmalige Pokabo. Die Geschichten stimmen also. Seid ihr hier, um das Versprechen des großen Erfinders Cid einzulösen? Was gibt es? Ah, pfui, ein Dämon. Nichts mehr, Herr, rein gar nichts. Wie soll ich sagen? Also wisst ihr, wie sich herausstellt, hat der große Erfinder Cid eure Flugmaschine tatsächlich gebaut. Und wir haben sie auf dem Gipfel des Alpha gebraucht, damit sie niemand stehen kann, gebracht. Doch sie scheint verschwunden zu sein. Es tut mir so leid, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Sie war dort oben auf dem Berg und dann hat sie sich einfach in Luft aufgelöst. Doch niemand wurde beim Betreten der Höhle beobachtet. Es tut mir so leid. Es ist schon merkwürdig, dass jemand einen solchen Diebstahl gelingen konnte. Das Memorial. Ich möchte mich nochmals entschuldigen. Hey, ich weiß, dass ich keine große Hilfe, aber ich kann euch eine Forschungsgenehmigung für die Ruinen der Magie in der Nähe erteilen. Sie bergen eine große Truhe, die noch niemand eröffnen konnte. Für den berühmten Pokabo sollte das aber ein Kinderspiel sein. Ruinen der Magie? Eine rätselhafte Truhe? Ich bin dabei. Los, Pokabo, gehen wir. Okay. Danke. Ah, okay, jetzt ist sie weg. Geht's denn hier lang? Mama. Gut. Du bist ein toller Freund. Der Beschriften zufolge muss ihr Inhalt sehr kostbar sein. Könnte es das Fragment sein, nach dem wir suchen? Zuerst müssen wir herausfinden, wie man sie öffnet. Ist sogar so ein Sockel. Dieser Magritte scheint anders zu sein. Ich mache mir Sorgen, dass er uns an einen gefährlichen Ort sendet könnte. Was, wenn wir auf einem Vulkan oder auf dem Meeresgrund landen? Was meint ihr, Pokal? Sollen wir es riskieren? Ganz wie ihr meint. Ja. Was haben wir denn jetzt? Bin gespannt. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Nach meiner eigenen Zeit sieht es auf jeden Fall nicht aus. Boah. Unglaublich. Was gefunden, Merkel? Ein Wunder ist geschehen. Wir sind tatsächlich im Zeitalter der Magie gelandet. Seid ihr sicher, Fräulein Merkel? Selbstverständlich bin ich sicher. Diese Steine stammen unverkennbar aus dem Zeitalter der Magie. Aber seht sie nur an. Sie sind wie neu. Frisch gehauen und bestens in Schuss. Womöglich stoßen wir auf Magie selbst. Ha, ich kann's nicht fassen. Wie lange habe ich davon geträumt, eine Antwort auf all meine Fragen zu haben? Und jetzt ist es möglich. Welche Fragen schweben euch vor? Es gibt so viele. Wo soll ich anfangen? Woher ihr Wissen stammt, woran sie glauben und vor allem, warum sie auf solch mysteriöse Weise verschwanden. Ihre Zivilisation hat so viele Wunderwerke hervorgebracht. Und schließlich waren sie sogar in der Lage, durch die Zeit zu reisen. Was da wohl passiert ist? Wir werden uns wohl herausfinden müssen. Ich hoffe, es ist hier nicht die Rede von einer großen Katastrophe. Fräulein Bisam hatten recht. Wir sollten dieses Zeitalter lieber selbst erforschen. Ist das ein Traum? Ach du Scheiße. Was ist das für eine Musik? Ey, seid unser Bau gewandt. Ihr habt einen Waldmenschen bei euch. Dann müsst ihr aus dem Zentrum für Molekularforschung kommen. Die Leute dort sind etwas durchgedreht, wenn ihr mich fragt. Was zum Geier? Dies ist einer der anerkanntesten Stätten der analytischen Forschung. Das ist so krass, ne? Wie so ein altes Pokémon-Spiel. Was ist das? Steht da jemand? LOL. LOL, was ist das denn? Das sind ja Magneten. ich komme einfach nicht auf klar, dass es eine ganz neue Welt hier ist. Es war halt so ein Altschool. Ihr seid schon zurück. In Ordnung, ihr dürft passieren. Hier geht's weiter, ne? Das sieht man gar nicht. Kann man hier nicht einen Cut machen? Ich muss gerade was erkennen, was da drin ist. Ja, offen. Ach du Scheiße, ist das groß hier. Sie haben ja alle einen Stab in der Hand. Sie sind die Stabmeister oder was? Martin, hier war's. Hey. Oh. Hey. Ist ja nix. Sonst. Ich würde sagen, ich mache einen Cut. Ich muss ja zwei Augen. Wahrscheinlich müssen wir später nochmal nachher. Ach, dankeschön. Er hat gespeichert gerade, ne? Würde ich sagen, machen wir einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.